Nacht zusammen. Jo, dann auch dir eine schöne gute Nacht, Bibi. Und bis bald. Ich guck mal, ob ich den Sound jetzt hier noch zum Laufen kriege. Im Moment klingt es nicht danach. Und ansonsten muss ich da selber nochmal nachschauen. Ton! Wir haben Ton. Ich sollte dem Spiel häufiger drohen. Alles klar, wir können. Ah, Spielladen ist natürlich ganz oben, aber wir sollten noch nichts haben. Neues Spiel! Resident Evil. Timer. Oh, ja. Ich muss den Timer erst bearbeiten. Okay. Gut, es geht erst weiter, wenn ich A drücke. Sehr gut. Kann ich dich abschließen? Nein. Ah, so glaube ich. Nein! Nein? Hallo? Timer funkt. Ja, so, okay. Resident Evil hat, glaube ich, keinen Zusatz. Es ist einfach nur Resident Evil, ne? Okay. Und. Alles klar. Es läuft. Okay, jetzt haben wir es aber. Meine Güte. Das sieht erstmal alles gut aus. Welche Beschreibung trifft auf Ihre Ansicht über Spieler am besten? Spiele sind wie Bergsteigen. Auf die Anstrengung folgt die Vollendung. Wandern, das Ziel lässt sich relativ bequem erreichen. Ich meine, es kommt auf das Spiel an. Also, Mario Kart ist für mich wie Wandern. Madden ist für mich wie Bergsteigen. Unter Beschuss. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es Wandern. Es kommt halt, wie gesagt, ein bisschen auf. Oh, warte, das ist jetzt wahrscheinlich der Hard Mode, oder? Shit. Okay, Umfrage. Chris oder Jill? Chris oder Jill? Haben wir einen Mod da? Ich will eine schnelle Umstrahlung. Ich will die Twitch-Mittel nutzen. Kann ich das nicht? Geht das nicht so? Zack. Anscheinend nicht. War das nicht Schrägstrich Poll? Ich mache. Ausrufezeichen Poll? Nee, es war doch Slash Poll, oder? Ich wollte nämlich gerade sagen. Ach, du hast schon. Ah, okay. Alles klar. Also, Resident Evil, Chris oder Jill? Dann solltet ihr euch vielleicht das nächste Mal irgendwie absprechen, wer was ist. Aber sagte ich mache, da war wahrscheinlich Simon schon dabei. Gut, dann gucken wir mal. Wir haben ja ein, zwei Minuten Zeit. Ich lasse es mal kurz laufen. Ich mache nochmal kurz Musik an und verschwinde mal. Wo? Bin sofort wieder da. Metroid. Uno Secundo.
Ich glaube, wir haben ein Problem. 50-50 schwierig. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Deine Stimme zählt nun, Gerrit. Dann mache ich einen Münzwurf. Ich muss nur gerade eine Münze holen. Also, wirf eine Münze. Habe ich vor. Kopf, Chris, Zahl, Jill. Also Kopf ist Chris und Zahl ist Jill. Zahl. Also, Jill. Dann haben wir das auch geklärt. Bin ich sogar schon richtig. Alles klar, dann machen wir Musik aus. Jill Valentine. Und schauen mal, was es mit Resident Evil auf sich hat. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bam, bam. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. A nightmare. Was da los? Blech. Flinte leer. Chris, this way. Danke, Simon. Willkommen im Überlebenshorror. Ja, guten Tag. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Oh, Wesker, stimmt. Not quite your ordinary house, that's for sure.
Das klang nicht normal. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. Die Roboter kommen. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Synchro ist ja. Muah. Dining room. Oh, wir haben Steuerung und oh Gott, die Steuerung. Ja, das wird interessant. Die einzige Bewegung ist das stille Flackern der Kerzenflammen. Aha. Wir haben ein Messer, wir haben eine Knarre. Wir haben Verteidigungsobjekte anscheinend. Wir haben Elektroschocker. Beenden Dateikarte. Wir haben eine Karte. Okay. Schreibmaschine. Schreibmaschine waren ja, glaube ich, die Speichermöglichkeiten, die man hat. Statusbildschirm verlassen. Ja, das klingt gut. Und mit C kann ich mich anscheinend um 180 Grad drehen. Interesting. Und das Steuerkreuz ist einfach nur auch bewegen. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, B ist laufen. Ich denke, du solltest einen Blick auf das nehmen. Was ist es? Blut. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Wäre lustig, wenn der Typ Heinz heißen würde und er gesagt hätte, es ist von Heinz. Und jeder hätte sich den Rest gedacht. Uiuiui, Steuerung. Och Gott. Kann ich... Ah ja, okay. Ah. Habe ich nicht auch eine Taschenlampe oder sowas? Hallo? Ah. Hui, hui, hui. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie... Verdammt. Oh! Okay. Kann ich ihn untersuchen? Das waren jetzt 9 Schüsse für einen Zombie. Was? Was? Nein! Was? Der lebt doch! Okay. Was? Am besten erstatten Sie Wesker Bericht. Jo, nein! Lauf dem Typ doch nicht in die Arme!
Chef, vielleicht haben wir ein Ungeziefer-Problem. Gut, dass sie so langsam sind. Schlecht, dass ich so langsam bin. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! Oh yeah! Also ich würde den Kopf vom Rest trennen, der ist nämlich eben nochmal aufgestanden. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Oh. Let's report this to Wesker. Schon mal gut, dass ich fast tot bin. Der Trick war übrigens direkt abzuhauen, um Munition zu sparen. Gut zu wissen. Kann ich natürlich nicht riechen. Ja, ist mir egal, soll der halt schreien. Ich will raus. Los, Whiskas, Whiskas. Wesker, Wesker. Wesker! Jill, help me look for him. But let's not leave this hall. Good idea. Ja, dann gucken wir mal. Die Framedrops sind ganz, ganz toll, ja. Hat wahrscheinlich was mit dem Emulator zu tun, aber das ist wahrscheinlich auch was, wo wir nicht allzu viel dran machen können. In gewisser Weise habe ich ja die Halle noch nicht verlassen, ne? Aber hier geht's hoch. Habe ich in der Tat nicht. Also... Unten ist er nicht. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Okay, cool. Danke. Dieterich. I may need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. Got it? Okay. Gut. Dark Souls wäre nun so, du hast nur einen Gegner gesehen, hier sind drei gleichzeitig. Ja, ist halt echt so. Ich bin mal weg, bis morgen und viel Erfolg noch. Jo, danke dir. Angenehme Nacht, Ruhe und bis morgen. Okay, wir sollten quasi also unten bleiben. Jetzt ist halt die Frage... Ist Kollege Monster... Oh Gott, ist Kollege Monster noch da? Also Kollege Zombie. Oder ist er aufgestanden und weggegangen? Lass doch mal gucken. Er ist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Hallo, ihr Nasen und Pöbels. Und hey, Glatzi Schmatzi. Luzi Butzi Libileinchen. Einen wunderschönen guten Abend. Na? Wie schaut's aus, mein Herzbube? Alles gut bei dir? Eine Alterstrafmaschine. Wenn du ein Farbband hättest, könnte... Wenn ich ein Farbband hätte, könnte ich meinen Fortschritt speichern. Sad noises. Okay, also speichern kann ich schon mal jetzt erstmal nicht. Das heißt, ich muss mich tatsächlich noch ein bisschen umgucken. Alrighty. Dann tun wir das mal. Was auf dem... Tut es? Gut, dass ich mich so schnell umdrehen kann. Was lag denn da rum? Stabil, stabil beim Pickkönig. Nächste Woche Einzug ins Büro. Und Silberino? Ah, sehr schön. Ich habe nächste Woche keinen Einzug ins Büro. Ich habe nächste Woche einfach nur
Ein Ausflug nach England, zwangsweise. Das Ding habe ich versucht aufzuheben, aber... Ich habe das Ding eben angesprochen und das Spiel hat mir gesagt, ja, so das Einzige, was du hier siehst, ist das Flimmern der Kerzen im Licht. Das Flimmern des Kerzenlichts. Bitte. Dankeschön. Wer kennt es nicht, wenn man abends schlafen will und wieder kein Farbband hat? True. Das sind die wahren Leiden des Lebens. Okay, dann halten wir das jetzt mal so fest, dass ich den Anfang hätte besser machen können. Das Farbband verwenden, ja. Steckplatz A. Jill 01, Esszimmer. Ist ein bisschen wie Cluedo. Okay, ich glaube, wir haben gespeichert. Okay. Dann würde ich aber auch sagen, nach dem ersten Reinschnuppern, lass uns für heute gut sein und schauen, dass wir am Mittwoch weitermachen. Und dann mal gucken, ob ich es schaffe, einigermaßen mich mit der Steuerung zurechtzufinden. So, und ich würde auch sagen, wünsche eine gute Nacht und sehen bis Mittwoch. Jawohl. Guck mal, ich glaube, ich kann euch noch zum Wax schicken. Ich glaube, der streamt noch, in der Tat. Dann werde ich das direkt mal tun. Der Gameboy-Junge. Gut, und wir hören uns morgen Abend, PoE. Ja, können wir mal schauen? Genau, gucken wir mal. Und euch allen anderen wünsche ich noch eine angenehme Restwoche und hoffentlich bis Mittwoch. Bis dahin alles Gute und gehabt euch wohl. Tschö mit Ö.